Disclaimer: Videos mit politischen Inhalten auf YouTube sind immer eine heikle Sache, dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem habe ich mir gedacht, dass auch dies hier in die Chronik von Silas München Besuch hinein muss. Ich habe mir deshalb alle Mühe gegeben, das Thema angebracht darzustellen und hoffe, dass mir das auch gelungen ist. Indeed. Frage, sonst noch irgendwas, was man vielleicht vergessen haben könnte? Wir sind Rettich. Wir sind Rettich? Ah. Sie filmen schon wieder. Ja, natürlich. Wir fahren zum KZ in Dachau. Mhm. Ja. Ich wollte mir das ansehen. Er wollte sich das ansehen, hauptsächlich. Und ich sehe gar nicht, was ich filme. Ich sehe gar nicht, was er filmt, und deswegen fahren wir jetzt dahin. Denn es ist warm. Es ist tatsächlich sehr warm. Es ist. Ich komme mir vor wie im Urlaub, weil ich bin nicht zu Hause und es ist sehr warm. Es ist schon richtig krass warm. Ich weiß gar nicht, was das hier wieder soll, dass es plötzlich so wärmemäßig und wieder so hart abgeht. Mhm. Aber, bestimmt wieder irgendwelche Südwinde. Harter Shit. Es ist zu warm. Es ist deutlich zu warm. Großes Problem. Wir haben durch unsere übermäßige Intelligenz und Trödelei in der Unterführung den Bus verpasst. Eigentlich ja nur, weil wir erst in die falsche Richtung gefahren sind. Halte ich für ein Gerücht. Weil manche Leute dachten, wir müssen ja da lang, wenn wir nach Dachau fahren wollen. Heute ist Samstag. Ich habe den Überblick verloren. Viel weiter sind wir. Viel weiter sind wir. Wir sind jetzt hier nämlich. Wir warten auf S-Bahn etwaige. Wir sind jetzt nämlich. Hier. Obermenzing. Und wir wollen nach. Das ist natürlich die gute Frage. Müssen wir jetzt nach Dachau Stadt oder nach Dachau? Oh, wo ist mein Handy? Wie so schlecht in der Werbung. Aber meine sind schon gebrochen. Deine sind schon gebrochen. Von also geistig. Aus. Geistig. Nicht körperlich. Okay. Möchtest du ein Stück? Ein Stück Berita Frühstückskeks? Oh, ich sage nicht nein. Gut. Oh. Ein Mann der Geschichte auf der Spur. Ein Mann, der wissen will, wie es damals war. Getrieben durch eisernen Willen, herauszufinden, wie es den Unschuldigen erging und was sie dazu brachte, trotz grausamer Qualen weiterzumachen. Sein Name ist Silas, doch man kennt ihn auch als Psycho. Seine Aufgabe? Andere unterhalten. Doch nicht heute. Die heutigen Angelegenheiten erfordern Ernst, Respekt. Der heutige Tag steht unter dem Stern des Besuchs der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Für viele war es ein Besuch ohne Wiederkehr und daran soll die Stätte heute erinnern. Offen für jeden. Erhalten, um zu mahnen. Doch die Zeit drängt. Denn die Gedenkstätte hat nur bis 17 Uhr Ortszeit geöffnet und man nähert sich bereits dem Ende dieses Zeitrahmens. Dennoch gilt es, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, um zu verdauen, um zu verstehen. Schlussendlich sollte es doch dazu kommen, dass man die Örtlichkeit noch erreicht. Verschwitzt, gepeinigt von der Sonne. Jedoch kein Vergleich zu der Wanderung, die die einst Betroffenen unternahmen. Damals, als der Mann mit dem markanten Bart noch regierte. Ja, dann kommt man halt erstmal da rein und dann war da dieser riesige Hof.
krasse Ausmaße. Ja, man stellt sich das nicht unbedingt immer so riesig vor. Es war schon ein großer Hof. Von den Denkmälern, die da auf dem Hof standen, also war eins mit so ganz viel komischen verzweigten Armen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Menschen sein sollten und so weiter und so fort. Was ich aber krass fand, also waren zwei, eins kann ich mich noch genauer erinnern, das war in ganz vielen verschiedenen Sprachen einfach aufgeschrieben, zum Beispiel niemals wieder, never again und so weiter und so fort. Und genau, und dann gibt es natürlich, haben wir uns noch die Baracken angeguckt. Also da stand ich dann auch wieder mal so, weil es waren halt einfach ganz viele Holzbetten krass eng aneinander gestellt und so. Ja, also viele dieser Karikaturen und Wahlplakate und so weiter kannte ich tatsächlich schon, was meiner Meinung nach einfach zeigt, dass zumindest wenn man einen Geschichtsleistungskurs wählt und die Oberstufe besucht oder Abitur macht, dass zumindest in dieser Hinsicht die Aufarbeitung ganz gut funktioniert und ich denke auch im Grundkurs, wenn man Abitur macht, dass es da auch ähnlich gut funktioniert, dass man da auf jeden Fall schon einiges kennt und weiß. Dennoch, es war sehr beeindruckend. Also, und das alles nochmal zu sehen und macht einem nochmal mehr bewusst, wie furchtbar das alles war. Denke, das werde ich halt auch so nie vergessen. Und dementsprechend hat sich das auf jeden Fall, ja, in der Hinsicht gelohnt, hinzugehen, weil es, wie ich ja auch schon mal sagte, doch irgendwie so ein bisschen dann auch zur Bildung gehört. Zu etwas, mit dem man sich als Deutscher halt auseinandersetzen muss. Genau.